Wir setzen fort in der Tagesordnung mit dem Tagesordnungspunkt 35 der Neufassung Richtlinie zur Gewährung des Dresdenpasses. Und da liegt mir ein Ergänzungsantrag der AfD vor. Der könnte jetzt eingebracht werden. Und ansonsten noch eine weitere Wortmeldung von Frau Barko. Herr Latzinski, bitte. Hallo? Ah. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, Sie sehen es am Hintergrund. So sieht es in einigen Stadtteilen bei uns in Dresden aktuell aus. Das ist natürlich ein schwerwiegendes Problem, ein Problem, was ja auch mittlerweile von der Stadt erkannt wurde, wo jetzt genau diese Vorlage auch dazu dienen soll, hier Abhilfe zu schaffen. Ob die Lösung, die hier vorgeschlagen ist, wirklich am Ende zielführend ist, werden wir sehen. Damit das Ganze überhaupt erstmal evaluiert und überprüft wird, dazu dient unser Ergänzungsantrag. Denn das Problem ist tatsächlich, dass es massive Bürgerbeschwerden gibt, gerade in den Gebieten mit Gewährleistungswohnungen, wo viele Gewährleistungswohnungen sind, dass wir ein erhebliches Aufkommen an Sperrmüll dort haben, was rumliegt, was am Ende dann abgeholt werden muss, was der Vermieter dann quasi beauftragen muss und die Kosten dafür natürlich dann auf die Nebenkosten der anderen Mieter mit umlegt und die am Ende dafür dann mitbezahlen müssen, dass einige dort ihren Müll so ablagern. Letztendlich mit der Möglichkeit, über den Dresdenpass jetzt das Ganze kostenlos abzuholen, ist jetzt erstmal eine Möglichkeit geschaffen worden, dass das theoretisch dann nicht mehr zulasten der anderen Mieter geht. Wir werden natürlich sehen, wie sehr sich das wirklich in der Praxis bewährt. Denn wenn erstmal jemand dann zum Amt rennen muss, sich dort einen Antrag holen muss, diesen ausfüllen muss, damit irgendwann dann sein Sperrmüll abgeholt wird, ist es am Ende wahrscheinlich dann doch meistens einfacher, ihn einfach unerkannt im Dunkeln irgendwo unten ans Haus zu stellen, sodass wir von der Lösung ja in der Praxis halt nur unsere Zweifel haben, ob diese funktioniert. Daher auch dieser Ergänzungsantrag und wir bitten hier um Zustimmung. Vielen Dank. Jetzt Frau Barko, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, noch mal kurz zur Vorlage. Ich will noch mal kurz darstellen, worum es hier geht. Es geht darum, dass der Dresdenpass als freiwilliges Angebot sozusagen für Dresdnerinnen mit geringem Einkommen erweitert werden soll in seinem Angebotskatalog, das nämlich auch Sperrmüllabholungen inkludiert, dass sozusagen einmal im Jahr es kostenlos ist, den Sperrmüll abholen zu lassen. Es ist immer gut, wenn der Dresdenpass erweitert wird. Das ist einfach auch durchaus eine wichtige soziale Leistung, die wir hier in der Stadt anbieten. Derzeit nutzen reichlich 21.000 Dresdnerinnen und Dresdner den Pass. Ich denke, das wichtigste finanzielle Argument ist auf jeden Fall das Sozialticket, was hier natürlich massiv auf die Hälfte reduziert wird, aber auch andere Leistungen, Besuche in Museen, in Zoo etc. Und eben jetzt neu der Sperrmüll. Das ist auf jeden Fall gut. Jetzt ist es so, dass das Antragsverfahren, ich hätte mich ja wirklich gewünscht, dass es ein bisschen einfacher ist. Jetzt gerade ist es so, es wird also ein Antrag auf Sperrmüllabholung gestellt, ans Umweltamt geschickt. Das Umweltamt wiederum prüft beim Amt für Abfallwirtschaft, prüft wiederum beim Sozialamt, ob auch wirklich ein Dresdenpass vorliegt. Das wird dann wieder zurückgesendet, dann kann der Sperrmüll abgeholt werden. Die Rechnung geht danach wieder von der Abfallwirtschaft zum Sozialamt. Und für so einen kleinen Vorgang ist es dann doch wieder so ein, sind das dann doch wieder etliche Verwaltungsvorgänge, die getätigt werden müssen. Und an der Stelle, ich weiß, es gab da Bemühungen, das zu vereinfachen. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass es hier tatsächlich auch verwaltungsseitig ein bisschen einfacher ist. Und ich denke, man kann hier auch mal mit einem Vertrauen reingehen und einfach sagen, es gibt bei dem Antrag auf Sperrmüllabholung ein Kreuzel, da kann man angeben, Dresdenpass, ja oder nein, und dann passiert die Abrechnung entsprechend und erstmal gucken, ob das so auch funktioniert, weil ich bin davon überzeugt, dass die Leute das auch korrekt angeben würden, also dass wir uns quasi mit dieser ganzen Prüfung dann am Ende doch wieder einen Haufen Arbeit innerhalb der Verwaltung aufhalsen, als vielleicht eigentlich notwendig wäre. Zudem ist es ja auch begrenzt, man darf 4 Kubikmeter pro Jahr kostenlos abholen. Was macht man denn jetzt, wenn noch ein Stuhl oben drauf steht? Wird das dann wieder in Rechnung gestellt oder nicht? Also alles in allem, finde ich, ist das in der Sache her wirklich super. Ich hätte mir gewünscht, dass hier mal ein bisschen mehr
einfach an die Sache rangegangen werden würde und wir einfach mal gucken, wie das funktioniert. Denn ich denke, vom Grunde nach haben wir als Stadt auch ein Interesse daran, dass die Leute es nutzen, dass nämlich der Sperrmüll nicht einfach so auf die Straße gepackt wird, sondern tatsächlich auch ordnungsgemäß abgeholt wird. Denn an der Stelle muss natürlich auch erwähnt werden, gerade die Haushalte, die jeden einzelnen Euro umdrehen, müssen natürlich, also ja, da ist auch, sind auch die Gebühren für Sperrmüll natürlich Geld, was man aufbringen muss. Deswegen, insgesamt ist es auf jeden Fall gut, dass wir das jetzt hier einführen. Da bin ich sehr froh drüber, dass es jetzt gelungen ist. Das ist ja quasi ein Umsatz, des, also das Umsetzen des Haushaltsbeschlusses von dem vergangenen Doppelhaushalt. Eine Evaluation jetzt hier schon ranzupacken, wie die AfD das fordert, halte ich überhaupt nicht für notwendig. Das kann man, also das passiert ja einfach auch automatisch. Das wird ja das Amt für Abfallwirtschaft einfach auch so feststellen. Wir können es auch selber feststellen im Straßenbild. Deswegen braucht es jetzt nicht noch schon wieder einen Zusatzauftrag, dass alles auch statistisch erfasst und abgerechnet werden muss. Also ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt erstmal so und gucken dann in 2, 3, 4 Jahren, wie wird es angenommen und kann man es vielleicht dann auch noch mal ein bisschen vereinfachen. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das kann ich nicht erkennen. Dann steigen wir in die Abstimmung ein. Haben zunächst den Ergänzungsantrag der AfD. Wer dem folgen möchte, müsste jetzt mit Ja stimmen.24 Ja, 29 Nein, 7 Enthaltungen, damit abgelehnt. Damit kommen wir über den unveränderten federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer dazu zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. (Klass) 60 Ja-Stimmen, keine Nein, keine Enthaltung, damit so beschlossen. Und wir